bevor ich mich dann jedes Mal von den Leuten hier erschießen lasse, ist es oftmals sinnvoller aufzugeben. Und in der Zwischenzeit können wir noch ein paar Elektrogeräte klauen. Ja, das hat doch schon besser funktioniert. Wie macht man das jetzt? Vielleicht, ja, machen wir das mal so. In den Kämpfen ist es dann oftmals sinnvoller, jetzt nicht mit Gewalt, im wahrsten Sinne des Wortes, zu versuchen, die zu bekämpfen, weil wenn man weiß, dass man keine Chance hat, kann man zwar gegen die kämpfen und sich erschießen lassen, verliert dabei aber dann die ganze Energie, die man hat. Und es dauert immer ein paar Monate, bis man wieder volle Energie hat. Deswegen ist es dann oftmals wirklich geschickter. Was ist denn eigentlich hier geschickt? Ich bin mir da unschlüssig, was hier geschickt ist. Ich weiß nicht, nehmen wir einfach mal, ja, keine Ahnung. Machen wir das einfach so hier. Deswegen ist es dann oftmals geschickter, direkt aufzugeben und die Energie lieber für den Kampf gegen die Polizei aufzusparen. Oh Mann, wie kriegen wir denn hier noch mehr Elektrogeräte raus? Also die Faxmaschine hier, oder was das ist. Das kriegen wir, glaube ich, hier unten rum, indem wir einmal komplett diesen Kreis hier gehen und dann hier lang. So, und die Technik, die können wir eigentlich noch mit dem Gerät hier auch anwenden, so wie ich das sehe. Wir müssen natürlich relativ lange Laufwege in Kauf nehmen dafür. Aber das macht ja eigentlich überhaupt nichts. So, jetzt wird das schon schwieriger, denn wir haben uns den Großteil der Sachen schon verbaut, glaube ich. Aber den Computer, den können wir so auf jeden Fall noch mitnehmen. Indem wir hier die gleiche Technik nehmen. Ja, dieses Klauen von Elektrogeräten oder Containern am Hafen, das gehört zu den Aktionen, die am Anfang eigentlich am erfolgsversprechendsten sind. Man kann zwar auch das Problem haben, wie eben mit den Sicherheitsleuten, aber im Vergleich zu anderen Aktionen hat man hier eine relativ gute Erfolgsquote. Nur ich versuche natürlich jetzt nicht immer das Gleiche zu machen, weil das wäre ja langweilig, sondern immer wenn man mal an so einem Kaufhaus vorbeikommt, dann kann man mal eben so ein paar Geräte mitnehmen, wie jetzt hier, das reicht auch schon. 8 Elektrogeräte, ja, wunderbar. Und versuchen wir dann lieber noch ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. So, was könnten wir denn jetzt noch machen? Wir könnten... meine Mami, die ist so krank. Hast du vielleicht ein paar Mark? Oh, 251 Mark. Na, das ist doch mal ein großzügiger Ladenbesitzer. Das muss man ihm jetzt wirklich mal zugute halten. So, was könnten wir denn als nächstes noch Schönes machen? Fahren wir doch mal ein bisschen rum. Vielleicht kriegen wir eine Idee. Ah, hier ist natürlich eine Bank. Also Bank, da ist ja potenziell relativ viel Geld vorhanden. Schauen wir doch mal. Ein normaler Banküberfall mit vorgehaltener Waffe. Na, ich glaube, da machen wir vielleicht nicht unbedingt den besten Eindruck. Tja, wir könnten uns natürlich mal die Alarmanlagen hier anschauen. Das nachts nochmal versuchen, in den Tresor einzusteigen. Ich glaube, das werden wir mal versuchen. Ja, wir sind auch dann tatsächlich in der Bank drin, müssen jetzt noch den Tresor knacken. Wie funktioniert das mit dem Tresor knacken? Naja, eine dreistellige Kombination eingeben. Und welche Kombination wir eingeben müssen, das kann man anhand der Töne erkennen. Deswegen muss ich jetzt mal einen Moment ruhig sein und versuchen, das zu hören. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, weil deutlich zu langsam. Aber man hat das Prinzip vielleicht erkannt. Immer wenn man die Zahl wechselt, ertönt ein Ton und es gibt einen Ton, der anders ist. Und das ist dann die richtige Zahl an dieser Stelle. Leider waren wir zu langsam dafür und müssen jetzt nochmal gucken, ob wir vielleicht an der Polizei vorbeikommen. Tja, ich bin gespannt, ob das klappt. Hier, ihr geht alle da unten lang jetzt, dann gehe ich hier oben lang. Das ist natürlich
grundsätzlich eine gute Idee, da zu sein, wo die Polizisten nicht sind. Haha, kriegst mich nicht, wunderbar. Tja, das mit dem Einbruch in die Bank hat auch nicht so gut funktioniert. Dann müssen wir uns nochmal etwas anderes suchen. Container stehlen habe ich jetzt gerade keine Lust zu, deswegen... Na, schauen wir mal, was gibt's denn hier sonst noch? Ach, ein Kind entführen könnten wir eigentlich nochmal versuchen. Papi ist da. Ja, Papi ist aber nicht ganz so schlimm, weil Papi kann sich nur eine Pistole leisten. Deswegen kriegt Papi jetzt eine Handgranate an den Kopf. Mhm. Da müssten wir doch jetzt eigentlich eine vernünftige Chance haben. Außer wir verfehlen die ganze Zeit, aber der Treffer sah schon mal ganz gut aus und Papi verfehlt uns. So, der kann doch eigentlich nicht mehr viel Energie haben, ganz genau. Und damit haben wir den nächsten Jungen am Start. Diesmal, ja, sollen wir das mal mit einem Lösegeld versuchen? Das Problem bei Lösegeld ist, dass da sehr oft eine Falle wartet. Das können wir dann später auch nochmal demonstrieren. Allerdings erstmal behalten wir das Kind für den Weiterverkauf, denn das ist die sicherere Variante, um damit Erfolg zu haben. Können wir nämlich direkt wieder hier verticken. Du brauchst doch immer hier kleine Sklaven und so. Nicht? Jetzt, also normalerweise magst du doch immer gerne Sklaven. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. 8.800 Mark, ja, das ist okay. Und wo wir hier gerade schon so dabei sind, wie sieht's denn aus mit so einem kleinen Auftrag? Nicht? Kein Auftrag? Na gut, vielleicht ja jetzt. Und wir sind wieder kleiner Fisch. Na, das waren wir ja auch schon mal, bevor das ein bisschen in die Hose gegangen ist mit der Polizei und so. Hast du jetzt einen Auftrag? Mach noch nicht, das kann doch nicht sein. Du musst doch mal hier einen Auftrag im Angebot haben. Ja, nein, ich wasche immer noch keine Autos. Du hast mir wohl beim letzten Mal nicht zugehört, oder? Vielleicht hast du jetzt was, das... Material. Du hast so ein bisschen Material, mit dem man hier wen erpressen könnte, ja? 17.700... Das ist schade, denn so viel Geld haben wir leider nicht. Deswegen muss ich dieses Angebot ablehnen. Tja, vielleicht gibt's ja noch Material, was wir uns leisten können. Weil mit diesem Material kann man dann Leute erpressen. Das hat man schon in dem ein oder anderen Laden gesehen. Ja, hier haben wir Material für 11.900 D-Mark. Das nehmen wir mal. So, welche Person können wir denn damit erpressen? Das ist der Besitzer der Bank Nummer 6. Dieser Bank hier unten. Das heißt, wir können jetzt dahin fahren, versuchen mit diesem Material. Schalte ich mal eben um auf Bank. Da müssen wir jetzt hin. Versuchen mit dem Material, was wir gerade gekauft haben, den Besitzer der Bank zu erpressen. Und hier wollte ich eigentlich gar nicht rein, denn meine Einkäufe habe ich alle schon im Kofferraum. So, da bin ich ja mal gespannt, ob das klappen könnte. Tja, das Material zu kaufen, das ist auch immer relativ riskant, weil man muss da ja wirklich einiges an Geld reinstecken, wie man gerade gesehen hat. Hat allerdings noch keine Garantie, dass man da irgendwas von zurückbekommt. Das kann jetzt auch sehr gut sein, dass wir jetzt dahin fahren, der lacht uns ein bisschen aus und ruft die Polizei. Tja, das ist das Risiko an dieser Geschichte. Zumindest eine der Risiken, weil es gibt da noch ein anderes Problem. Allerdings ist das jetzt hier nicht der Fall und wir können von hier aus gar nicht auf den Parkplatz der Bank fahren, sondern müssen einmal drumrum. Ein weiteres Risiko bei dem Einkauf dieses belastenden Materials ist, zum Teil kann man damit auch den Polizeichef erpressen. Allerdings bekommt man dann kein Geld zurück von der Erpressung, sondern man wird von der Polizei für einen Monat oder zwei oder sowas in Ruhe gelassen. Das kann auch nett sein, wenn man Geld braucht, kann das allerdings auch schlecht sein. So, hier, du, ne? Hier, guck dir mal diese Scheiße an, die du da fabriziert hast. Sag mal an, was bezahlst du dafür? Ja, ne? Hier, richtig, 18.000 Piepen, das ist... Ja, tu mal her, hol mal aus der Schublade, ne? Nehmen wir so mit. Gut, das hat doch eigentlich mal ganz gut funktioniert hier.
So, und als nächstes schauen wir doch mal beim Kreditinstitut vorbei, bei den Kredithaien. Und was machen wir? Ja, wir werden mal versuchen, das Geschäft zu kaufen. Klar, ach, du möchtest nur 5.800 piepen? Ja, das kaufen wir doch sofort. Und das Kapital erhöhen wir natürlich um das Maximum von 5.000 D-Mark. Ziemlich kleine Summen für ein Kreditgeschäft, aber ansonsten ganz okay. So, was bringt uns ein Kreditgeschäft? Wir können zum Beispiel versuchen, Schulden einzutreiben. Bei einem Schuldner, der ein Gewehr hat. Ja, das ist doch mal ein Versuch wert. Hier, Gewehr, da hast du doch direkt verloren mit unseren Handgranaten. Gib sofort aufs Maul und dann schießt du uns eine Kugel zwischen den. Nein, 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 du hast glücklicherweise verfehlt. Das finde ich sehr sympathisch von dir. Und verloren. So, und jetzt rückt die Asche raus hier. Sonst gibt nämlich noch viel mehr auf die Schnauze. Wie 455 Mark? Das willst du mich verarschen? Jetzt fackeln wir erstmal deine Bude hier ab. Nee, das wird dir eine Lehre sein. Aha. Mich zu verarschen hier? Keine Chance. Da gibt direkt auf die Schnauze. Hey, hallo, Herr Wachtmeister. Hehe, tschüss, Herr Wachtmeister. Ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Huch, oder auch nicht. Das ist aber viel zu knapp und eigentlich überhaupt nicht nötig, so hier gefasst zu werden. So, mal eben Luft holen, weil jetzt ist ja schon deutlich besser, was so die Polizeiquote in der Nähe angeht. Wunderbar. So, was machen wir denn jetzt noch? Jetzt könnten wir auch, wo wir gerade hier vorbeikommen, versuchen wir das doch nochmal mit dem Kind. Hier, magst du einen Lolli? Ich hab nur einen, also deine ganzen Kinder da hinten. Da habe ich nicht genug Süßigkeiten für. Ja, das kennen wir ja schon und da werde ich mal ganz feige die Beine in die Hand nehmen. Also im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, und zwar vor der Polizei. Weil gegen diese sechs Kinder da, ja, das war jetzt auch nicht so gut, haben die uns doch tatsächlich eingekesselt. Gegen diese ganzen Kinder da mit den Maschinengewehren hat man kaum eine Chance. Deswegen lieber die 35 Energie aufsparen, um hier in dem Kampf mal einen Treffer kassieren zu können. Es ist deutlich erfolgsversprechender. Grundsätzlich ist Kinder entführen auch ziemlich gut machbar alleine. Außer wenn eben ja die ganzen kleinen Freunde zu Hilfe kommen mit ihren Maschinengewehren. Da hat man quasi gar keine Chance. Und du möchtest in den Nahkampf gehen? Das ist gar kein Problem. Finde ich sehr sympathisch von dir. So, zumindest im Gefängnis sind wir nicht gelandet. So, und das hier ist die andere Wirkung des Kreditgeschäfts. Wir bekommen jetzt jeden Monat vollautomatisch Geld. Finde ich sehr sympathisch. So, allerdings werde ich dann jetzt doch mal in die Optionen gehen, um den Spielstand zu speichern. Und zwar unter Let's Play. Warum zwischendurch speichern? Naja, ich werde jetzt erstmal eben eine Aufnahmepause machen und dann ein anderes Mal weiterspielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.